Hallo und herzlich willkommen zum ersten MPE-Wodcast. Wir sind in Garching bei München im Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. In den nächsten Minuten wollen wir Sie in die unendlichen Weiten des Kosmos, der Galaxien und Sterne entführen. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Hinter mir ist nichts mehr? Oder doch? Nur weil man irgendwo nichts sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass dort nichts ist. Sind wir vielleicht in einem schwarzen Loch gelandet? Was wie Science Fiction klingt, ist die tägliche Arbeit der Wissenschaftler am MPE. Dr. Stefan Gillesen und seine Kollegen arbeiten seit Jahren an der Beobachtung von schwarzen Löchern. Stefan, wie kann man denn eigentlich etwas beobachten, das man eigentlich gar nicht sehen kann? Erstaunlicherweise können Astronomen das ganz gut. Sie können dunkle und unbekannte Massen über ihre Schwerkraftwirkung erkennen, wie sie an anderen Körpern rütteln. Historisch ein besonders interessantes Beispiel ist die Entdeckung des Planeten Neptun. Im 19. Jahrhundert war die Bahn des Uranus relativ gut vermessen und der französische Astronom Le Verrier hat sich dieser Daten angenommen und bemerkt, dass die Umlaufbahn irgendwie nicht passt. Er konnte die Daten nur schlüssig erklären, wenn er eine weitere Masse im Sonnensystem annahm, eben einen weiteren Planeten. Der deutsche Astronom Galle kannte diese Berechnungen und hat mit einem Teleskop an der vorausgesagten Himmelsposition nachgesehen. Er hat tatsächlich dort den Planeten gefunden, den wir heute Neptun nennen. Astronomen können das also ganz gut, eine Masse entdecken, obwohl man sie selbst noch gar nicht kennt, nur aufgrund der Tatsache, dass diese Masse Schwerkraft ausübt auf andere bekannte leuchtende Objekte. Bei einem schwarzen Loch ist das noch viel extremer. Ein schwarzes Loch kann sogar Sterne in Umlaufbahnen zwingen. Das heißt, um ein schwarzes Loch zu sehen, sucht man nach einem Haufen von Sternen, der um eine ansonsten dunkle Himmelsstelle tanzt. Das ist doch spannend. Da würde man doch am liebsten gleich selbst auf die Suche nach schwarzen Löchern gehen. Aber so ein Amateurteleskop ist dafür leider ein bisschen zu klein. Und da gibt es noch ein Problem. Man muss nämlich für einen klaren Blick in die Sterne bis nach Chile reisen. Warum gerade Chile? Ja, wie du siehst, stehe ich hier mitten in der chilenischen Atacama-Wüste auf dem Berg Paranal, wo die Europäische Südsternwarte 4 Großteleskope betreibt. Diese Teleskope sind relativ teuer und sie wurden deshalb hier aufgebaut, weil das Wetter eigentlich immer gut ist. Die Luft ist klar, sie ist trocken und vor allem, sie ist hier besonders ruhig. Und das Ganze an 360 Tagen im Jahr, das macht diesen Ort so besonders gut für die Beobachtung von Sternen. Diese riesigen Geräte sind wirklich beeindruckend. Aber eine Frage hätte ich doch noch. Wäre es nicht viel einfacher, die Sterne direkt aus dem Weltraum zu beobachten? Ja, das ist eine berechtigte und sehr gute Frage, die ich an meinen Kollegen Frank weitergeben möchte, der Experte für adaptive Optik ist. Klar, das machen wir im Prinzip auch. Aber in dem speziellen Problem hier wollen wir besonders scharfe Bilder haben. Und wir bekommen umso schärfere Bilder, je größer das Teleskop ist. Was wir jetzt brauchen, sind Teleskope, die 10 Meter groß sind. Und bisher haben wir einfach noch nicht die Raketen, um solche Teleskope ins Weltall zu bringen. Deshalb, wir helfen hier uns und bauen die Teleskope am Boden. Und hier haben wir jetzt aber ein Problem. Wir haben nämlich die Luftunruhe, das Flimmern. Das ist dasselbe, wie Sie sehen über der Straße, wenn die Bilder unscharf werden. Und was kann man dagegen tun? Das ist jetzt eben die Technologie der adaptiven Optik. Was wir hier machen, ist, dass wir in Echtzeit das Flimmern analysieren, mehrere hundert Mal in der Sekunde, und dann aktiv mit einem verformbaren Spiegel ausgleichen. Am Schluss bekommen wir dann so scharfe Bilder, wie man sie eben mit so einem großen Teleskop nur bekommen kann. Und das ermöglicht uns erst, das galaktische Zentrum so detailliert zu beobachten. Stefan, du bist gut aus Chile zurück, jetzt wieder hier bei mir im MPE. Ich habe jetzt eine Menge verstanden. Ihr beobachtet also die Sterne, vermutet in der Milchstraße ein schwarzes Loch und könnt dieses beweisen, weil die Sterne sich in irgendeiner bestimmten Formation um dieses drehen, was sie sonst nicht tun würden. Aber sag du mir jetzt nochmal, was ist denn euer Traum? Ihr seid mit Leib und Seele Wissenschaftler. Was wollt ihr in den nächsten paar Jahren beweisen oder entdecken? Also die tollste Entdeckung, die wir machen könnten, wäre, dass wir in der Lage sind, die Einsteinsche Relativitätstheorie an diesem schwarzen Loch zu prüfen.
Das Schwarze Loch ist die schwerste Masse, die wir überhaupt zur Verfügung haben, um Gravitationstheorien zu testen. Und darum ist es ein einzigartiges Laboratorium, mit dem wir jetzt spielen können. Und unser Traum ist es wirklich, Einstein auf den Zahn zu fühlen. Hat er mit seiner Theorie recht gehabt oder nicht? So, so. Also schwarze Löcher, kein Buch mit 7 Siegeln mehr vielleicht. Wenn Sie jetzt mit uns mal wieder ans andere Ende der Welt, in die entfernten Weiten des Kosmos oder zumindest in die Tiefen der Wissenschaft reisen möchten, dann seien Sie gespannt auf das nächste MPE-Podcast mit Stefan Gillissen und seinen Kollegen. Bis bald.